Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Horoskop für den Oktober 2022. Heute schauen wir uns den Verlauf des kommenden Monats an. Danach erkläre ich, welche drei Karte für Sie gezogen wurde und was diese für Sie bedeutet. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Sind Sie neugierig? Wenn ja, sollten Sie diesem Gedanken nachgehen. Ihr Löwe-Horoskop für Oktober 2022 möchte, dass Sie sich auf Abenteuer einlassen, die sowohl in der Nähe als auch in der Ferne beginnen, denn Sie schöpfen aus einer Fülle von Wissen und stoßen auf verblüffende Erkenntnisse, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Wenn Venus am 1. Oktober in Opposition zu Jupiter in ihrem aufgeschlossenen und expansiven 9. Haus steht, gibt dies den Ton an für einen Monat voller Unfug, Spontaneität und so vieler Gelegenheiten, aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Das ist nicht der einzige Grund, warum sie den Monat Oktober feiern. Am zweiten Tag wird der rückläufige Merkur endlich zu Ende gehen und direkt in ihr zweites Haus der materiellen Belange und des Selbstwertgefühls eintreten, was es ihnen leichter macht, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen und ihr Verlangen nach leichtsinnigen Ausgaben zu zügeln. Es ist an der Zeit, ihren Worten Taten folgen zu lassen, denn wenn sie nicht über ein solides Fundament verfügen, das sie stützt, werden ihre Finanzen weiterhin eine Quelle des Stresses sein, anstatt eine Quelle des Vertrauens. Es ist an der Zeit, sich darauf zu besinnen, was ihnen wirklich Unterstützung gibt, Löwe. Der Vollmond im Widder, der am 9. Oktober in ihrem 9. Haus der Erkundung und Erleuchtung aufgeht, verstärkt ihren Hunger nach befriedigenden Erfahrungen, die sie lebendig fühlen lassen. Dieser Vollmond möchte, dass sie sich wieder mit ihren wildesten Idealen und ihren hochfliegenden Überzeugungen verbinden, denn er wird ihnen die richtige Richtung weisen. Lassen Sie nicht zu, dass die Welt Ihre Meinung auf etwas reduziert, das nicht Ihre ist, denn Fragen zu stellen ist der einzige Weg, Antworten zu bekommen. Am 23. Oktober beginnt die Skorpionsaison, die Sie nach innen zieht und Ihren Wunsch, in Ihrer eigenen kleinen Welt zu leben, verstärkt. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Sonne in ihr viertes Haus von Heim und Familie eintritt und ihre Aufmerksamkeit auf das lenkt, was hinter verschlossenen Türen in Ordnung gebracht werden muss. Da eine Sonnenfinsternis im Skorpion am 25. Oktober den Mittelpunkt ihres Lebens umgestaltet, haben sie vielleicht das Gefühl, dass sich ihre Komfortzone weiterentwickelt und sie zwingt, sich mit ihr zu entwickeln. Auch wenn wir instinktiv an Ort und Stelle bleiben wollen, können Sie Ihre emotionalen Wurzeln leicht in einen nährstoffreicheren Boden verlegen und neu einpflanzen. Wenn Jupiter am 28. Oktober in Ihr achtes Haus des Todes und der Wiedergeburt zurückkehrt, werden Sie vielleicht in vergangene Versionen Ihrer selbst zurückkehren, vor allem, wenn Sie die Vergangenheit noch nicht mit der Zukunft in Einklang gebracht haben. Wenn sich der Monat dem Ende zuneigt, werden Sie vielleicht erkennen, dass sie wie ein Phönix aus der Asche aufgestiegen sind, ihre Flammen entfacht haben und sich an ihrer Fähigkeit zur Wiedergeburt erfreuen. Da jedoch der konfliktreiche Mars am 30. Oktober in ihrem 11. Haus der Hoffnungen und Träume rückläufig ist, werden sie sich vielleicht fragen, was sie wirklich im Leben wollen. Machen Sie sich keine Sorgen, Löwe, Sie müssen noch nicht alles wissen. Nun schauen wir uns an, was Ihre Karten für den Oktober vorhersagen. Ihre drei Karten sind 7 der Schwerter, der Kaiser, 4 der Münzen. Es passiert schon wieder. Die 7 der Schwerter und die 4 der Münzen sorgen dafür, dass Sie endlich ein schlechtes Verhalten von jemandem in Ihrem Umfeld, sei es ein Freund, die Familie oder die Arbeit, bemerken, das eigentlich nicht in Ordnung ist. Bisher sind Sie damit durchgekommen. Aber jetzt haben Sie das Muster erkannt und sind bereit, es zu beseitigen. Gut für Sie. Sie sind eine natürliche Kraft für Wahrheit und Gerechtigkeit, Sie schützen andere Menschen von Natur aus, und Sie wollen nicht, dass diese schlechte Angewohnheit jemals wieder auftaucht. Sagen Sie etwas. Tun Sie etwas. Sprechen Sie sich aus. Der Kaiser enthüllt,
dass es sich um einen Machtkampf, ein Ungleichgewicht in einer Beziehung, eine Person, die anmaßend ist, handeln könnte. Tun Sie, was Sie können, um dies zu erkennen und es aus Ihrem Leben und dem der Menschen, die Sie lieben, zu entfernen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald.